Das Ende der toxischen Männlichkeit. Von Mantau.com, Autor Lukas Schoppe, leicht gekürzt von mir. Eine moderne Legende. Die meisten waren sich sicher, dass die Soldaten angefangen hatten. Als wäre es verabredet gewesen, hätten sie in vielen Kasernen gleichzeitig ihre Gewehre abgelegt, ihre Uniformen ausgezogen und ihre Betten nicht mehr akkurat gemacht. Ohne dass ihnen jemand den Befehl dazu gegeben hätte, seien sie mit allem Gerät, das noch fahr- und flugtüchtig war, aus den Auslandseinsätzen einfach zu ihren Familien zurückgekehrt. Sie hatten nämlich verstanden, dass sie, mehr noch als alle anderen Männer, die schlimmste Version der toxischen Männlichkeit realisierten. Gleichgeschaltet, zum Töten dressiert, in unerbittliche Hierarchien eingebunden, ohne Zugang zu ihren Gefühlen und zu ihren weiblichen Seiten. Ich bin mir sicher, dass auch diese Version nicht ganz stimmt, allein schon, weil das magisch anmutende, unverabredete, aber synchrone Ablegen der Waffen natürlich eher eine pazifistische Wunscherfüllungsfantasie als eine seriöse Geschichtsschreibung ist. Ich schließe mich stattdessen der Meinung an, dass es viele Jahre vorher schon die Lehrer waren, und zwar die Grundschullehrer. Lange bevor die Bewegung überhaupt erkennbar war, blieben die nämlich weg. Sie wählten den Beruf nicht mehr. Und sie hörten damit auf, die noch so leicht formbaren und bildbaren Kinder mit ihren deformierenden Männlichkeiten zu konfrontieren. Über einige Jahre hinweg fanden sich noch immer wieder amüsierte Meldungen in den Zeitungen der Großstädte, dass im ganzen Stadtgebiet lediglich eine kleine zweistellige Anzahl männlicher Grundschullehrer übrig geblieben wäre. Eltern erzählten sich manchmal noch fast staunend, dass das eigene Kind doch tatsächlich einen männlichen Klassenlehrer bekommen habe. Große Artikel erschienen, in denen wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass die deutlichen Probleme der Jungen an den Schulen keineswegs mit dem Fehlen männlicher Vorbilder zusammenhängen würde. Ganz im Gegenteil, da ihre Probleme durch das Festhalten an überkommenen patriarchalen Männlichkeitsbildern überhaupt erst entstünden, würden sie schon auf mittlere Sicht durch das Fehlen der Männer gar profitieren. Ich bin mir sicher, in eben diesem Moment, in dem es im ganzen Land keinen einzigen männlichen Grundschullehrer mehr gab, da muss es begonnen haben. Wir merkten allerdings sehr bald, dass unsere Frauen die Welt ganz anders wahrgenommen hatten als wir selbst. Die meisten von ihnen hatten die Berichte, Kommentare und Artikel, die Tweets und Hashtags nie ernst oder auch nur zur Kenntnis genommen, in denen von toxischer Männlichkeit die Rede war. Von männlichen Herrschaftsstrukturen, von strukturellem Sexismus, von der Verantwortung der Männlichkeit für Faschismus, Fremdenhass, Klimakatastrophe und breitbeiniges Sitzen in der U-Bahn. Für uns aber, für uns Männer, wenn ich das so im Rahmen einer längst überkommenen, überlebten heterosexuellen Matrix ausdrücken darf, für uns Männer, Sternchen, war weiträumig der Moment gekommen, an dem wir endlich verstanden. Wir verstanden, dass wir zuhören mussten, anstatt zu reden. Wir verstanden, dass unsere Widerworte nur den Sinn hatten, die Erfahrungen der Frauen, Sternchen, nicht an uns herankommen zu lassen. Wir verstanden, dass unser ganzes Leben von Privilegien geprägt war, die wir für selbstverständlich hielten und die uns nicht einmal bewusst waren. Wir verstanden auch, dass wir damit die ganze Gesellschaft und gar die ganze Erde vergifteten, ruhelos schaffend, aufbauend, niederreißend, als wären wir die Götter dieser Welt. Und wir wollten nicht mehr. Endlich. Die unermüdlichen, selbstlosen, progressiven, verzweifelten, hoffnungslos, hoffnungsvollen Arbeiten an der Geschlechterordnung, die Artikel in den Zeitungen, die Bücher, die Filme und Videos, die Studiengänge, die Blogs, die Tweets und Hashtags konnten endlich, als schon niemand mehr damit rechnete, von Quantität in Qualität umschlagen und wir begannen zuzuhören. Wir schwiegen und wir lauschten den Frauen, die schon so lange versucht hatten, uns zu erreichen. Wir ließen den weiblichen Stimmen endlich Raum. Wir verstanden, dass wir unsere ganze Existenz auf die Zerstörung der Welt eingerichtet hatten und dass wir tief darunter eigentlich die Frauen zerstörten, die wir doch zu lieben vorgaben. Und endlich, endlich hörten wir auf damit. Wir verließen unsere Arbeitsstellen, von denen wir nun wussten, dass wir sie besetzten, um Frauen von Positionen gesellschaftlicher Herrschaft fernzuhalten. Still, beschämt im Wissen um den parasitären Charakter unserer bisherigen Existenz, kamen wir unter Männern zusammen, weil wir den Frauen nicht auch noch die Verantwortung für unsere Transformation aufbürden wollten. Männer berichteten, dass sie 8 oder mehr Stunden am Tag an ihrem Arbeitsplatz verbracht hätten, obwohl der ihnen immer zuwider
oder der Chef ein cholerischer Despot gewesen wäre. Einfach nur, um ihre Frau und Kinder durch die finanzielle Versorgung in Abhängigkeit halten zu können. Trennungsväter erzählten unter Tränen, dass sie die Isolation von ihren geliebten Kindern immer der Mutter vorgeworfen hätten, dass sie jetzt aber sehen könnten, wie vollständig diese Isolation Produkt einer patriarchalen Ordnung war, an der sie unendlich nicht mehr mitarbeiteten. Lustig anzusehende Herren in fleckigen Anzügen erklärten, dass sie mehr als 80 Stunden in der Woche gearbeitet hätten, nur um garantieren zu können, dass Vorstandsposten in den großen Unternehmen nicht zufällig einmal an einer Frau fallen würden. Männliche SPD-Mitglieder verkündeten stolz, dass sie alle Parteiarbeit eingestellt hätten, dass alle verbliebene Tätigkeit nun von den 32% Frauen erledigt werden konnte, denen die einschüchternde Mehrheit der männlichen Mitglieder der Partei dabei nicht mehr im Wege herumstand. Wir trafen uns jeden Tag und blickten ringsherum in erleichterte Gesichter. Wenn wir aber nach Hause kamen, gerieten viele von uns in Schwierigkeiten mit unseren Frauen. »Lass den Scheiß endlich«, schrie meine Frau mich eines Abends erregt an. Ich versuchte ihr zu erklären, dass diese Aussage nur Ausdruck ihrer Komplizenschaft mit der eigenen Unterdrückung wäre, von der sie sich nun endlich befreien könne. »Bist du eine völlig durchgedrehte Knallschote?«, schrie sie. Und ich freute mich, dass ich ihr endlich Raum gab, ihre Wut auf mich herauszulassen, die sie über viele Jahre hinweg aufgebaut haben musste. Als sie mich verließ, weinte ich einige Momente lang vor Freude, weil ich wusste, dass sie ihr Leben nun ohne meine erdrückende Dominanz, ohne die beständig unentgeltlich zu leistende emotionale Arbeit und ohne die entwürdigende sexuelle Verfügbarkeit fortsetzen konnte. Während wir Männer uns trafen und an der Befreiung der Welt arbeiteten, versuchten viele Frauen, die liegen gebliebene Arbeit zu übernehmen. Sie sammelten den Müll ein, der überall in den Straßen lag. Sie versuchten, die Kraftwerke weiter zu betreiben, die Infrastruktur intakt zu halten, Züge fahren zu lassen, Waren auf Lastkraftwagen zu transportieren, Kohle abzubauen, Grenzen zu sichern, die Fernsehtechnik zu warten und allem voran das Internet aufrechtzuerhalten. Da wir Männer uns ganz auf das Zuhören verlegt hatten, störten wir sie dabei nicht, auch nicht, als schließlich der Strom ausblieb und die Supermärkte keine Waren mehr hatten. Vielleicht wären die Frauen erfolgreich damit gewesen, die überkommenen Strukturen zu retten, wenn nicht viele von ihnen verstanden hätten, dass sie damit nur dem Fortbestehen des Patriarchats zuarbeiten würden. So kamen dann eben auch Frauen zusammen, analysierten die neue und allen ungewohnte Situation mit vielen klugen, ja brillanten Gedanken. Den Zusammenbruch des Stromnetzes zum Beispiel interpretierten viele von ihnen sogleich als bösen Trick des Patriarchats, ist aber Menschen so vollständig in eine tiefe Abhängigkeit manövriert, dass jede Änderung der unmenschlichen Machtverhältnisse unmittelbar mit dem Entzug der Lebensgrundlagen bedroht sei. Viele neue Gedanken wurden in jenen Tagen formuliert, die leider wirkungslos blieben, weil niemand mehr wusste, wie eine politische Bewegung ohne die Benutzung von Hashtags organisiert werden konnte. Immer wieder beobachteten wir junge Frauen dabei, wie sie ihre wichtige netzfeministische Arbeit fortsetzen wollten, sich aber darauf beschränken mussten, ihre stillen iPhones mit den schwarzen Bildschirmen anzuschreien, auf Tischkanten zu schlagen und als patriarchale Schweine zu beschimpfen. Eine Weile noch versuchten einige Länder, uns militärisch anzugreifen, unterließen dieses Bemühen aber schließlich, als sie merkten, dass bei uns nichts mehr zu holen war. Wir blickten uns mit stillem Stolz in die Augen und wussten, dass der Friede auf Erden nun endlich eine Chance hatte. Ich erinnere mich, wie ich eines Abends beim Gang durch die Straßen eine Frau bemerkte, die von einem der vielen freilaufenden Hunde angegriffen wurde und die laut um Hilfe schrie. Ich erläuterte ihr, dass ich ganz bewusst darauf verzichten würde, ihr zu helfen, da ich nicht in die alten Mann-rettet-Frau-Stereotypen zurückfallen wolle, mit denen Männer viele Jahrhunderte lang Frauen in Abhängigkeit gehalten haben. Sie hätte mich sicher auch verstanden, wenn sie nicht gerade ganz darauf konzentriert gewesen wäre, den Hund vom Biss in ihr Bein abzuhalten und ihm mit bloßen Händen das ein oder andere Auge rauszudrücken. Stolz ging ich weiter, weil ich wusste, dass ich ihr die Chance gegeben hatte, an der Situation zu wachsen. Nun, da es nicht mehr so viele Menschen gibt wie früher, gerate ich kaum noch in die Versuchung, längst überlebte Rollenmuster zu reproduzieren. Manchmal treffe ich noch andere Männer, aber wir lassen die Frauen, die es noch gibt, ganz in Ruhe. Ich gehe gern durch die Straßen meiner Stadt und schaue mir die grünen Pflanzen an, die durch den Asphalt brechen und die mir als ein wunderbares Symbol unserer Zeit erscheinen. Ich lebe in einer stillen, reinen Welt, die so leise leuchtet,
als wäre sie für immer durch eine leichte Schneeschicht bedeckt. Ruhig, friedlich und entgiftet. Ja, auch die Kommentare sind sehr lesenswert. Klickt euch rein bei Mantau, auch viele andere Artikel lesenswert. Und der eben auch mal lustig oder ein bisschen zumindest humoristisch, humorvoll, satirisch, wie auch immer. Wie gesagt, guckt euch den Artikel an, da gibt es wie gesagt auch interessante Kommentare noch, die sich zu lesen lohnen. Von mir war es das erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Danke, danke. Ciao, ciao. Und tschüss.